So, hallo Unter YouTube. Anderem waren die Dwemer meisterhafte Fallenbauer. Achtet auf Stolperdrähte und falsche Böden. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Skyrim Anniversary Edition Ultra Modde 2022 mit über 1400 Mods. So, wir haben... Achso. Er hat gesagt, es gibt viele Fallen, also pass bitte auf. Noch mal hier ranzoomen. Ruiniertes Buch, ruiniertes Buch. Ja, nehmen wir auch alles mit. Zaubertränke fast. Oh, das können wir. Das können wir hier, glaube ich, unten sehr gut gebrauchen. Ups. Was haben wir hier? Eine Gabel? Brauchen wir nicht. Septime nehmen. Es hat was Verzaubertes. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal so einen blöden Zaubertrank. Habe ich nur einen davon? Blitzresistent. Magica, Magica. Of Vitality. Restore 20 points of health in 1 second. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ähm,
mal zum Favoriten machen. Ist auch nicht schlecht. Fortification. Marika. Zaubertrank der Ewigen. Okay. Das. Entschuldigung. Was ich suche, ist für Gesundheit. Jetzt nicht Heilung, sondern Gesundheit. Gab es da nicht auch mal ein Getränk? Akaias Trank für Erik. Okay. So. Wir hatten mal alles, ne? Hier weiter. Oh, wir waren noch hier schon. Da habe ich nicht richtig geguckt, dass es da auch weitergeht. Oder gehen wir jetzt wieder zurück? Gehen wir zurück. Ne? Die Karte ist ein bisschen verwirrend hier. Wo müssen wir denn hin? Oh, wir müssen dahin. Aber wie kommen wir dahin? Das wäre jetzt hier so ein Rundlauf, was wir machen würden. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Wir müssen irgendwie dahin. Aber kann man da rumspringen? Irgendwas verpasst. Nee, aber das sieht mir aus, als wären wir von da gekommen. So. Also. Oh, jetzt habe ich mir selber aber gemacht. Wartet, ich muss mich heilen. Nee, da ist Ende. Geht sich weiter. Würden die mechanischen Wächter der Dwemer nicht jeden bei Sichtkontakt töten, fände ich sie fast schon faszinierend. Da muss es doch hier irgendwo weitergehen. Ja, hier gibt's Treppen, ich Blödi. Okay. Dann geht's hier eine Etage tiefer.
ist nichts. Eine Truhe. Oh. Ich habe halt keine Haarklammer mehr, wenn ich so weitermache. Das sein? Chrysocola. Egal. Mitnehmen. Jetzt geht's da runter. Speichern. Ich weiß, Quicksave gibt es, aber manchmal ist Quicksave, wenn man gemordet hat, nicht so gut. Also ich habe es über Fallout 4 gehört und ich meine, ja, Skyrim ist ja auch von Bethesda, deswegen. Da müssen wir rein. Geht's nicht. Öffnen. Elixier des Verzaubers. Elixier des Schlossknackens. Wundertrunk der Feuerresistenz. Scroll of Smart Rembrandt. Gas. Scroll of Hysteria. Blitzresistenz. Hier waren wir doch schon. Geht's hier wieder nicht weiter? Nimm doch die Tür. Aber da sind wir doch durchgekommen. Das Tagebuch. Second Heartfire. Ich erreichte schließlich Ostmarsch. Ich denke, es ist eine gute Idee, ein Tagebuch zu erstellen, nur für den Fall.
Ich werde beweisen, dass sie hier und nicht in der Nähe von Falkenkranz sind. Diesmal liegt Skjoldskald falsch und ich werde es ihr zeigen. Drittes Herdfeuer. Böse Vampire und kluge in der Tat. Zuerst dachte ich, dass ihr Versteck in der Nähe der dunklen Wasserüberquerung liegt. Aber keiner der Bergleute hörte von irgendetwas. Keine Toten, keine Besen, keine Biester. Sie sind einfach nicht hier. Aber sie erzählten mir von einem seltsamen Ork, der bewusstlose Menschen Richtung Norden trug. Vielleicht verkaufte er sie als Vieh an die Vampire. Ich werde ihm folgen. Es ist die einzige Spur, die ich habe. Herdfeuer fiel. Hardfire holte den Ork ein. Ich holte den Ork ein und folgte ihm unentdeckt. Er verschwand jedoch in einigen seltsamen Ruinen und bewegte verschiedene Körper durch einen Eingang. Ich werde auf die Nacht warten und dann nachsehen. Sechstes Herdfeuer. Was für ein Tag. Die Götter sind verrückt geworden. Oder schlafen zumindest. Aber das Wichtigste zuerst. Nach Einbruch der Dunkelheit überprüfte ich den Eingang, aber er war verschlossen. Also durchsuchte ich die Umgebung und fand eine Lücke zwischen den Steinen. Ich war dumm genug, hineinzuklettern. Hass richte in Löcher. Was für eine wunderbare Welt, in der wir leben. Ich bin in eine gigantische Höhle gefallen, die mit Pflanzen und einem riesigen Baum gefüllt ist. Sie alle leuchten. Zuerst dachte ich, ich hätte Geister gesehen. Dann erkannte ich die Häuser. Dumas. Böse Leute mag diese grauen Häute nicht. Keine Ahnung, wie sie hergekommen sind. Und ich möchte es nicht wissen. Scheint, dass sie Sklavenhändler sind. Würde die Opfer erklären. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich niemand bei den Vampiren beschwert. Ich muss mehr herausfinden. Aber zuerst muss ich einen besseren Unterschlupf finden, bevor ich bemerkt werde. Willst du nicht wie diese armen Bastarde eingesperrt werden? Siebtes Herdfeuer. Ich bin tiefer in die Ruinen geraten. Ich denke, es ist eine Art Zwergenhorst. Ich habe das selbst nie gesehen, aber ich hörte Skjoldskald und einige der anderen Söldner darüber reden. Vielleicht sollte ich es auch auskundschaften. Ich hatte eine Idee. Vielleicht ist die Situation besser, als ich dachte. Ich fand eine Duma-Siedlung und einige Ruinen der Zwerge, beide wahrscheinlich unbekannt. Diese Informationen müssen von Wert sein. Skjoldskald wird davon profitieren. Sie tut es immer. Ich muss nur einen Ausweg aus diesem gottverlassenen Loch finden. Achtes Herdfeuer. Ich verlor meine Spur. Ruinen überall. Soll ich zurückfinden, wenn alle Flure gleich aussehen und meine Vorräte gehen zur Neige? Herdfeuer. Neuntes Herdfeuer. Hat diese Nacht nicht geschlafen. Ich hörte seltsame Geräusche in der Dunkelheit. Wenn ich endlich hier raus bin, mache ich mich auf den Weg zu unserem Lager in Hiljalmarsch. Oder ich gehe nach Osten, nach Fort Downgard und sende einen Boten. Isran wird das tun. Zehntes Herbstfeuer, 11.12. Ich weiß es nicht. Ich würde töten, um etwas Tageslicht zu sehen. Das Essen ist weg und nur noch ein bisschen Wasser übrig. Ich muss mich beeilen, sonst bekomme ich ernsthafte Probleme. Wollen Sie nach mir suchen? Suchen Sie? Ich hoffe, Sie werden den ganzen Ort niederbrennen. Ich bin so hungrig. Ich habe ein paar Pilze gefunden. Sie blühen und riechen wie Scheiße. Aber sie scheint es mal zu sein. Genau, ich kenne die Wahrheit. Sie hat mich hierher geschickt, um zu sterben. Verdammter Skjoldskald. Der Tag, an dem ich sie traf, warum bin ich dieser Bande egoistischer Idioten beigetreten? Beste Söldner im ganzen Himmelsrand. Ha, finde etwas für uns. Aber wir wissen nicht was. Finde das versteckt, aber wir wissen nicht wo. Ein Witz. Sie würden uns alle für ihren Vorteil opfern. Ich werde hier rauskommen und sie dann töten. Was habe ich geschrieben? Ich kann mich nicht an die letzte Nacht erinnern. Götter, das muss der Pilz gewesen sein. Ich kann das nicht wieder essen, aber ich bin schon wieder hungrig. Herdfeuer. Ich wandere in einem Kreis. Zirkel sind wunderschön. Ich mag Kreise, aber Würfe sind
besser kompanieren. Stimmen, böses Stimmen. Er verfolgt mich, sie verfolgt mich. Die schweren Füße lassen den Boden beben. Das knurrt, ich höre ihn kommen. Nein, sie ihn, halt die Klappe. Ich sah sie, seine Bronze spinnen. Sie hat sie geschickt, mich zu töten. Weil ich nicht sterbe, ihr mechanisches Knirschen macht mich verrückt. Exit, ich brauche gerade einen Ausgang. Ufer, rette mich, Ufer, rette mich, Ufer, rette mich. Ufer, Ufer? Hier gibt es kein Ufer. Das Meer der Geister ist weit weg. Nur Stein, Metall, heißer Dampf. Aber das kann kein Zufall sein. Ufer, Ufer. Er möchte, dass ich das glaube. Ufer, Ufer. Es war Schar, ja, Schar. Schar, rette mich, Schar, rette mich, Schar, rette mich. Wenn Sie bloß an einen Knochen binden, bekommen Sie eine Angelrute. Jetzt muss ich nur ein Loch in den Stein graben und ich kann fangen einen Hawker und reite ihn zum Sea of Ghosts. So wie Schar es will. Wo ist meine Hand? Egal, weil ich jetzt weiß, wo meine Nase ist. Mein Onkel hat es. Er hat es mir gestohlen, als ich ein Kind war. Und er hat es mir nie erzählt. Niemand hat es mir gesagt. Nur weil er ein Würfel war und jeder Würfel liebt. Aber nicht ich. Nein, nicht ich. Nicht mehr. Ich mag keine Würfel. Niemals. Ich liebe Kreise. Dies endet heute hier. Ich sehe ihn in seine schweren Füße. Mit meiner Angel werde ich ihn besiegen. Und mein eben das Königreich verteidigen. Ja. Denn verteidigen mal. Ist ja was versteckt. Truhe. Was essen. Was kann ich denn schmeißen? Das Gegenstand kann ich schmeißen. Nichts wert, oder? Ja. Ach, wie cool das denn? So. Ich mal hier noch ein bisschen. Irgendwas Großes läuft, aber ich sag's euch. Okay. Leute von heute. Wo sind wir gekommen? Zum Tor sind wir rausgekommen. Das war ein Tor. Thank you.
Oh, wir stiften eine Hand ein. Besiegt, dass er hier hinkommt. Oh, das wäre so. Ist da jemand? Hab euch. Gibt's hier sonst noch was? Okay, weiter geht's. Ist gut. Lass die Tür, wir gehen erstmal hoch. So machen. Die resistent. Also, ich habe so viele Dinger da. Ja, ich glaube, diese Sachen habe ich zum Teil auch schon. Ich nehme die Würfel nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wofür die sein sollen. Hochgehen, aber ich denke, wir bleiben erstmal hier. Es tut mir leid wegen meiner Stimme, also ich bin auch nicht davon begeistert, dass ich so versoffen bin. Jetzt hätte ich ein paar Zigarren hintereinander geraucht. Also seitdem ich aus dem Krankenhaus bin, ich habe
Erkältung oder Grippe gab, keine Ahnung, es war auf jeden Fall kein Corona. Ich habe immer noch mit diesen Husten und das bei Stimme so krächzend, sagen wir so. Das ist jetzt 4 Wochen. Also, 1 Woche. 11., 18. Warum fing das bei mir an, als ich auf einmal also richtig krank war? Husten, Schnupfen. Ich weiß nicht, irgendwas läuft doch hier falsch. Wir laufen irgendwie falsch. Was sind wir hier? Sollen wir hier hin? Schiss mal auf. Huch. Das ging jetzt aber schnell. Ich habe nur noch 10. Nein. Ist ja aber auch keine Kratzer, wo ich mich dran halte. Das. Ey. Oh. Nicht gleich so. Was haben wir hier schon? Was? Annika. Die Fläschchen sehen alle so schön aus. Wieder diese Zerstörung. Wiederherstellung. Ach, danke. Okay, aber... Es bringt uns nichts, wenn ich laufend überladen bin. Fender. Wo ist eigentlich hier... Kleidern. What can I do for you? Ach, du kannst auch nichts. Please, call upon me if I can be of any service. Wo ist Fender? Nicht Fender. Kleidern. Hä? Ist er tot? Nein, der stirbt nicht. Der ist unsterblich. Was wir seine Mission haben. Der hängt bestimmt irgendwo wieder rum. Aber ich muss was loswerden. Aber wo geht's jetzt weiter? Ich muss was loswerden. Yeah. It's an honor to serve you. Nein, kannst du nicht.
Okay, vergiss es. Geht hier voran. Ich schmeiß das Schwert. Keine Ahnung, wo keiner abgeblieben ist. Ist er tot? Ah, hier unten die Tür oder so. Na, hier. Hier so. Sie hier hin. Spaß jetzt, ist gerade ein Tod. Kann auch nicht sterben, oder? Aber wir müssen runter, jetzt sehe ich das. Muss irgendwie nach unten kommen. Aber hier geht es ja nur nach oben. Aber vielleicht geht es von da oben wieder runter. Da hängt das Spiel. Ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part am Tag. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Adios.